Nachdem wir uns in den letzten Beiträgen mal etwas mehr mit den etwas älteren Flugzeugen auseinandergesetzt haben, die eventuell schon bald von der Bildfläche verschwinden könnten, drehen wir das Ganze heute wieder um und sprechen wieder über die modernen, brandneuen Flugzeuge. Eventuell erinnert ihr euch sogar noch an das Boeing-Video, da haben wir kurz mal über die holländische KLM gesprochen. Die haben nämlich aktuell in der Flotte den ältesten für Passagiere noch zugänglichen Jumbo vom Typ 747-400. Die haben aber auch ganz neue Flugzeuge in der Flotte. Und da passiert auch in Zukunft noch einiges. Dazu werden die noch 100 Jahre alt, also bei KLM ist gerade einiges los. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, KLM macht zurzeit wirklich ordentlich auf sich aufmerksam. Und das Wichtigste an der Stelle direkt mal vorweg, KLM ist die älteste heute so noch existierende Fluggesellschaft der Welt. Also, man hat diese Fluggesellschaft als KLM im Jahr 1919 gegründet. Um ganz genau zu sein, am 7. Oktober. Ja, und jetzt im Jahr 2019, da feiert man das 100-jährige Bestehen der Fluggesellschaft. Dementsprechend wird KLM an diesem besagten 7. Oktober 2019 auch die erste Fluggesellschaft überhaupt sein auf der ganzen Welt, die jetzt überhaupt mal den 100. Geburtstag feiern kann. Und somit werden die Holländer auch die Messlatte dafür legen oder den Standard dafür festlegen, wie denn eine große Fluggesellschaft ihr 100-jähriges Bestehen zu feiern hat. Und übrigens, das, was die Briten da aktuell in diesem Jahr feiern, das ist nicht das 100-jährige Bestehen der British Airways, sondern eher das 100-jährige Bestehen der zivilen Luftfahrt in Großbritannien. Das ist was anderes. Also zwischen Sektfrühstück und irgendeiner Megaparty ist da also noch alles möglich und liegt jetzt in der Verantwortung der Holländer. Dass die daraus aber etwas wirklich Großes machen möchten, das ließ sich jetzt schon mal vor ein paar Tagen erahnen, denn genau 100 Tage vor dem 100. Geburtstag, also 100 Tage vor dem 7. Oktober, und das dürfte ziemlich genau letzten Samstag gewesen sein, da feierte man bei KLM schon mal eben diesen Termin 100 Tage vorher, also man startete mit einem Countdown in diesen Geburtstag rein. Und passend zu diesen Feierlichkeiten sollte am letzten Samstag auch die erste 787-10 für KLM als Ehrengast quasi in Amsterdam ankommen. Diesen bestimmten Flugzeugtypen, den findet man aktuell nur recht selten am Himmel, denn Boeing hat bis zum aktuellen Zeitpunkt nur 31 Dreamliner vom Typ 787-10 ausgeliefert und KLM ist jetzt auch erst die 6. Fluggesellschaft, die ein solches Flugzeug in Empfang nehmen kann. Womit wir beim jüngsten Spross in der Flotte der Fluggesellschaft angekommen wären. Für KLM ist diese 787-10 jetzt die 14. 787. Die anderen 13 Stück, die sind vom Typ 787-9 und fliegen schon alle seit einer ganzen Zeit mit freundlichen Namen durch die Weltgeschichte. Jetzt habe ich eben schon angedeutet, zu diesen Feierlichkeiten, zum Countdown-Start, zum 100. Geburtstag der KLM, da sollte die 787-10 jetzt eigentlich der Ehrengast sein. Das hat dummerweise nicht funktioniert, die Maschine kam zu spät. In Anbetracht der aktuellen Situation beim US-Flugzeugbauer und in Anbetracht der Tatsache, dass aktuell das Boeing-Werk in South Carolina ganz genau vom US-Justizministerium unter die Lupe genommen wird, da musste man jetzt halt einfach mal einen Tag Verspätung verschmerzen. Also die 787-10, die kam halt erst am Sonntag. Seit 3 Tagen ist das neueste Flugzeug der KLM jetzt aber auch schon ganz normal mit Passagieren auf der Strecke unterwegs. Und das Flugzeug findet man jetzt erst einmal auf den Verbindungen nach Dubai, nach Dar es Salaam und nach Kilimanjaro. Das fast 70 Meter lange Gefährt, das ist bei KLM ausgestattet mit 344 Sitzplätzen. 38 davon findet man vorne in der Business Class. Die Flotte der Holländer soll in den nächsten Jahren dann auf 27 Dreamliner anwachsen, davon ganze 8 Maschinen vom Typ 787-10. So, jetzt ist diese Anzahl von 27 Dreamlinern aber tatsächlich auch erst am Samstag wirklich zustande gekommen, denn der Chef der KLM verkündete dort, dass man als Air France KLM die gemeinsame Langstreckenflugzeugbestellung mal so ein bisschen optimieren will. Dahingehend, dass KLM jetzt keine 7 A350 mehr übernehmen wird, die man ja eigentlich für diese Fluggesellschaft bestellt hatte. Die schiebt man jetzt aber rüber zur Air France und dafür kriegt man aber 6 787 Bestellungen dazu. Von den Franzosen. Natürlich schade auf der einen Seite, da man nun keinen Airbus A350 in dem schönen KLM-Blau mehr sehen wird, aber auf der anderen Seite auch durchaus nachvollziehbar, da KLM somit bis 2021 die Boeing 747-400 durch eine flexible Boeing-Flotte in Form der 777 und der Boeing 787 ersetzen wird. Ja, und Air France, die bekommt zu ihren 21 schon bestellten A350 jetzt also nochmal 7 Stück dazu, kommt somit auf 28 A350 insgesamt. Der erste von ihnen wird bereits im September 2019 bei der Fluggesellschaft in Paris erwartet. So,
Und jetzt startete KLM zu den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag oder ja, zum Countdown, aber ist ja auch vollkommen egal, ihr wisst, was ich meine. KLM startete dazu jetzt noch eine Initiative mit dem Namen Fly Responsibly. Und das sieht folgendermaßen aus. KLM möchte all das, was man in den letzten 100 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema verantwortungsbewusstem Fliegen gelernt hat, das möchte man jetzt mit der Konkurrenz teilen. Also man findet den Wettbewerb durchaus gut und der soll auch durchaus bestehen bleiben. Aber nicht, wenn es um das Thema nachhaltige Entwicklung in der Luftfahrt geht. KLM bietet somit jetzt zum 100. Geburtstag anderen Fluggesellschaften, und es ist auch vollkommen egal, wo die Leute herkommen und was das alles für Airlines sind, KLM bietet diesen Fluggesellschaften jetzt die Möglichkeit, ohne dabei für KLM werben zu müssen, am Kompensationsprogramm CO2 Zero teilzunehmen. Ja, das sieht folgendermaßen aus. Als KLM-Endkunde oder Endverbraucher, also als Passagier, hat man die Möglichkeit, bei der Buchung eines KLM-Fluges an eben genau diesem Kompensationsprogramm teilzunehmen. Heißt, den CO2-Ausstoß, den man selber als Passagier auf dem jeweiligen KLM-Flug dann verursacht, den kann man direkt bei der Buchung mit Hilfe eines errechneten Geldbetrages, welcher dann an entsprechende Klimaorganisationen gespendet wird, damit kann man seinen eigenen CO2-Ausstoß quasi kompensieren. Das ist gar nicht so unüblich und das ist auch nicht annähernd so kompliziert, wie ich das wahrscheinlich eben gerade erklärt habe. Auf jeden Fall gibt es das auch nicht Airline gebunden, beispielsweise bei Atmosphere. Dort habt ihr auf deren Internetseite die Möglichkeit, die von euch geflogene Flugstrecke einfach einzugeben. Dann sucht ihr noch den Flugzeugtypen aus, sagt, ob ihr Economy, Business oder sogar First Class geflogen seid, ob das nur der Hinflug war oder Hin- und Rückflug, und dann spuckt euch diese Internetseite den quasi von euch verursachten CO2-Ausstoß auf dieser Strecke aus. Und dann wiederum auch einen Geldbetrag, womit ihr das Ganze quasi kompensieren könnt. Dann gibt es andere Fluggesellschaften, die ihre eigenen Programme haben, vergleichbar mit KLM, oder Fluggesellschaften, die euch auf Atmosphäre hinweisen. Oder es gibt Fluggesellschaften wie beispielsweise British Airways, die bei der Flugbuchung um eine Spende bitten für die Umwelt. Und es gibt sogar einige skandinavische Fluggesellschaften, bei denen man bei der Flugbuchung gar nicht mehr um diese bestimmte Kompensationszahlung drumherum kommt. Also das gehört dann zum Preis dazu, beziehungsweise wird dann automatisch bei der Flugbuchung obendrauf gelegt. Inwiefern sich der CO2-Ausstoß eines Flugzeuges wirklich durch einen bestimmten errechneten Geldbetrag kompensieren oder eventuell sogar rechtfertigen lässt, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Frage. Also um das wirklich klarzustellen, umweltschonend ist es nur, wenn man am Boden bleibt. Schaden kann es jedoch nicht, wenn große Fluggesellschaften wie eben beispielsweise KLM, ob die das jetzt zu ihrem 100. Geburtstag machen oder auch einfach so, das ist ja erstmal vollkommen egal, schaden kann es auf jeden Fall nicht, wenn sich große Fluggesellschaften wie KLM mit dem Thema Umwelt wirklich auseinandersetzen und das nicht eben nur mit einem eigenen Kompensationsprogramm, sondern auch mit anderen Punkten, die zumindest zu einem etwas weniger umweltschädlichen Fliegen beitragen. KLM unterstützt beispielsweise tatkräftig die Entwicklung von Biotreibstoffen. Also so soll es dann möglich sein, dass immer größere Anteile des letztendlich vom Flugzeug getankten Kerosins tatsächlich bio sind. Und KLM ist natürlich auch immer wieder gerne bei Projekten wie beispielsweise beim Flying V dabei, über das wir ja auch schon in einem anderen Video ganz genau gesprochen haben. Dazu kommt, dass es KLM bis zum Jahr 2023 geschafft haben wird, das Durchschnittsalter der eigenen Flotte durch den Kauf von neuen Flugzeugen unter die 10 Jahre zu drücken. Immerhin, zum aktuellen Zeitpunkt zieht dort die 747-400 den Schnitt noch ganz schön nach oben. Eventuell erinnert ihr euch wieder an das Boeing-Video, bis zu 30 Jahre alt kann die 747-400 in der Flotte der KLM aktuell sein. Auf der einen Seite ist das nur logisch, alte Flugzeuge sollen irgendwann raus, neue Flugzeuge sollen in die Flotte rein. Das ist tatsächlich auch aus rein finanzieller Sicht, also Umwelt hin oder her, für eine Fluggesellschaft langfristig durchaus attraktiver, mit ausdauernden, hochmodernen Flugzeugen durch die Weltgeschichte zu fliegen, als mit den alten Schinken und die so lange wie möglich am Leben zu halten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, verkauft sich eine solche Herangehensweise zum aktuellen Zeitpunkt natürlich auch gar nicht schlecht, denn umweltbewusst denken, umweltbewusst sein als Unternehmen, das ist glücklicherweise schon seit einiger Zeit nicht mehr uncool. Denn man muss auch dazu sagen, dass die Diskussion über die Fliegerei oder über die Luftfahrt an sich als Klimakiller, dass das noch nie so aktiv war, wie es aktuell der Fall ist. Also ohne da jetzt das große Fass aufmachen zu wollen, das können wir liebend gerne nochmal an anderer Stelle machen. Aber die Leute, die machen sich Gedanken, die Passagiere machen sich Gedanken, wenn sie ihren Flug buchen, zumindest die meisten. Trotz der Tatsache, dass Flugzeuge heute im Vergleich zum Jahr 1990, zumindest laut Zahlen des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, unter besten Bedingungen bis zu 43% weniger Treibstoff verbrauchen, kommt man nicht drum herum zu sagen, dass aufgrund des Wachstums in der Luftfahrt,
des stetigen Wachstums in der Luftfahrt auch der weltweite CO2-Ausstoß der Luftfahrt über die letzten Jahre immer und immer weiter angestiegen ist. In diesem Jahr werden es erstmals über 900 Millionen Tonnen sein. Klimaneutral funktioniert da zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nichts. Und auch wenn die Luftfahrt nur 2-3% zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt, da gibt es noch einiges zu verbessern. Und das jetzt als Fluggesellschaft, die mit Passagieren unterwegs ist, das jetzt authentisch und ehrlich hinzubekommen, dass man dazu beiträgt, das Ganze zu verbessern, gleichzeitig aber auch die unternehmerische Verantwortung, also die wirtschaftliche Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, gegenüber der Wirtschaft an sich und auch das notwendige Wachstum, das man als Unternehmen durchaus irgendwann mal vorzeigen sollte, auch wenn es langsam ist, das jetzt nicht zu vernachlässigen, das ist durchaus für die nächsten Jahre eine herausfordernde Aufgabe für die ganzen Fluggesellschaften. Und da entwickeln einige Airlines gerade ihre ganz eigene Herangehensweise, wie sie sich an dieser Verbesserung, an diesem umweltbewussten Fliegen beteiligen möchten. Beispielsweise Ryanair, die möchten von nun an jeden Monat den CO2-Ausstoß pro Passagier pro geflogenem Kilometer veröffentlichen. Auch hier wieder der schmale Grat zwischen authentisch und ehrlich sein und ja, das lässt sich gerade ganz gut verkaufen. 66 Gramm CO2 pro geflogenem Kilometer pro Passagier sind das wohl aktuell bei Ryanair und das sind Zahlen, die teilweise wohl nur 50% von dem sind, was Passagiere bei anderen Fluggesellschaften verbrauchen. Was vor allem daran liegt, dass Ryanair ihre Flugzeuge wirklich, wirklich voll bekommt. Also die Dinger sind meist zu über 96% ausgelastet, was echt ein absolut fantastischer Wert in der Luftfahrt ist. Aber ganz ehrlich, wie will man sich denn Werte um die 66 Gramm pro Passagier pro geflogenem Kilometer, wie will man sich das denn richtig vorstellen können? Und wie will man die Dimension mit diesem Wert dahinter begreifen können? Und vor allem, wie will man damit die Summe an Emissionen in der weltweiten Luftfahrt dauerhaft im Blick behalten können? Ja, vor allem dann, wenn der für mich als Passagier geltende Wert durch modernere Flugzeuge ja eventuell sogar noch weiter sinkt. Ja, so ganz passt das irgendwie noch nicht zusammen. Ich hoffe, dass KLM das mit ihrer Initiative zum 100. Geburtstag so ein bisschen besser und transparenter hinbekommt und ein bisschen allumfassender hinbekommt. Aber es ist einfach ein riesiges und spannendes Thema, mit dem sich die Fluggesellschaften glücklicherweise jetzt überall auf der Welt auseinandersetzen müssen. Schauen wir uns mal an, wie KLM das dann letztendlich hinbekommt und wie KLM an ihrem 100. Geburtstag jetzt hoffentlich mit gutem Beispiel unter viel Medienpräsenz vorangeht. Ja, und dann soll es das damit heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ist ja schon Freitag. Also bis morgen. Macht's gut und tschüss.